Planung ist der Key für gute Videos, aber kann dir manchmal unglaublich viel Zeit klauen. Deshalb zeige ich dir heute, wie ich meine Videos in Sekunden plane und mir dadurch unglaublich viel Zeit spare. Und am Ende zeige ich nochmal die benutzten Tipps in einem Video, also bleib dran für das Endergebnis. Früher hatte ich auch immer nie so wirklich Lust, meine Videos zu planen. Aber ich sag dir wirklich, es ist wichtig und du wirst bessere Videos drehen, wenn du deine Filme auch im Vorhinein irgendwie planst. Und deshalb habe ich eine Methode gefunden und ein wenig weiterentwickelt, mit der man sich wirklich unnormal viel Zeit sparen kann. Vorsicht, wichtig, für Kundenprojekte und größere Produktionen empfehle ich natürlich trotzdem immer eine komplette Planung. Also denk jetzt nicht, dass du damit wirklich die großen Commercials durchplanen kannst. Aber gerade für so Cinematic-Videos, Travel-Videos ist das eine ziemlich gute Methode, die ich immer wieder im Hinterkopf behalte und anwenden kann. Aber wie sieht diese Methode nun aus? Grob gesagt, ich filme immer nur mit 3 Einstellungen, mit 3 Brennweiten und dazu filme ich immer nochmal ein paar Extra-Shots. Welche Brennweiten das sind, könnt ihr natürlich noch anpassen. Ihr könnt genauso mit einem 24mm ein Close-Up filmen, wie mit einem 85mm. Ihr müsst halt einfach bloß die Kamera verschieben. Der erste Shot ist ein Wide-Shot. Ein Shot von der ganzen Umgebung, der den Zuschauer irgendwie erstmal an die Location heranbringt. Um zu zeigen, wo wir uns befinden, was wir da machen, wie das ganze Surrounding überhaupt aussieht. Das gibt dem Betrachter immer einen sehr guten Überblick. Der kann sich ein bisschen mehr in die Szenerie hineinversetzen. Für die Shots benutze ich meistens immer 20mm oder 24mm. Der nächste Shot ist eher für mich immer eine kleine Überbrückung. Ich kann ihn nicht ganz so leiden, aber ist auch total wichtig. Und zwar der Medium Shot. Im Medium Shot seid ihr ein bisschen näher am Geschehen dran. Habt nicht mehr die ganze Umgebung im Bild, sondern eher wirklich den Hauptcharakter oder den Spot, um welchen es geht. Mit den Shots kann man gut zeigen, wie ein Charakter zum Beispiel mit verschiedenen Sachen interagiert und was eigentlich seine Aufgabe ist. Mit der Einstellung zeige ich oft einfach Bewegungen, zum Beispiel auch bei so typischen Szenen, wo jemand Fußball spielt oder Fahrrad fährt. Das wäre zum Beispiel so ein Shot, wo ich immer den Oberkörper dann filme und halt die Person in dem Geschehen, in der Bewegung irgendwie so zu filmen. Ja, aber alle guten Dinge sind 3 und wie ihr wahrscheinlich schon erraten habt, ist es der Close-Up-Shot. Die letzte Einstellung, und zwar die Nahaufnahme, ist für mich irgendwie der wichtigste Shot. Von dem nehme ich meistens auch ein paar mehr Shots mit, aber es reicht eigentlich vollkommen aus, wenn ihr bloß einen filmen könnt. Mit der Einstellung könnt ihr super gut Emotionen festhalten. Ihr kennt bestimmt alle diese Shots von Tränen, vom Auge, vom Gesicht und sowas alles. Lachen oder auch irgendwie Bewegung mit den Händen oder auch mit den Füßen. Und vor allem bekommt man auch die Shots mit, die man im Wide oder Medium Shot halt überhaupt nicht mitbekommen würde. Der Close-Up-Shot ist wirklich gut, um nochmal wirklich den vollen Fokus des Betrachters auf den wichtigen Punkt des Videos zu lenken. Meistens filme ich die Shots immer mit 50, 60 oder 80 mm. Bis zu dem Punkt kennst du wahrscheinlich schon alle Shots und irgendwie hast du schon mal was davon gehört. Aber der vierte Shot ist für mich fast das Wichtigste. Da geht es auch nicht nur um einen Shot, es können auch einfach beliebig viele Shots sein. Und zwar geht es einfach um Freestyle-Shots, die gerade zu dem Geschehen passen. Stellt euch, wenn ihr was filmt, wirklich einfach mal kurz hin, betrachtet die Szene und überlegt, was könnte hier noch passen? Was ist wichtig? Was brauche ich? Und ja, das ist halt wirklich für jede Aufnahme nochmal individuell. Guckt einfach genau hin, was ihr gebrauchen könntet. Falls euch nichts einfällt, kann ich einfach nochmal empfehlen, so Motion Blur Szenen irgendwie von der Szene einzufangen oder Szenen mit viel Bewegung oder einfach nochmal eine Static Aufnahme auf einem Stativ. Seid da wirklich kreativ, aber denkt einfach immer daran, nehmt noch die vierte Einstellung mit. Lieber mehr haben als zu wenig. Mit diesen 4 Einstellungen plane ich meine ganzen Videos. Damit plane ich jeden Shot und bis jetzt hat es auch immer wunderbar funktioniert. Und wie ich euch versprochen habe, seht ihr jetzt hier nochmal einen kleinen Zusammenschnitt, wo ich genau diese Technik auch angewandt habe. Also viel Spaß mit dem Video. Das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte dir irgendwie weiterhelfen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo. Ich freue mich unnormal, wie momentan der Channel irgendwie am Explodieren ist. Ihr mir alle wirklich viel Liebe da lasst. Ja, ich finde es einfach nice mit euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Lorenz. Peace.